Hallöchen. Also, wir waren gerade beim Joggen. Deswegen will ich eigentlich nicht mehr viel machen. Ihr könnt euch schon vorstellen, ich bin platt. Es war kalt draußen. Ist auch egal. Schaut mal, wir haben ein paar Exoten im Lager gefunden. Ihr wisst ja, wir sind kurz vor der Inventur. Und ihr habt euch immer noch nicht freiwillig gemeldet für die Hilfe. Noch könnt ihr euch melden. Schaut mal, was wir hier gefunden haben. Kennt ihr die Waffe? Ja. Genau die. Ja, welche? Nein, Scherz. Das ist die SIG Sauer P226 in der scharfen Version. Hier handelt es sich um die Hämmerli S26. Das war ein Nachbau von Umarex. Umarex hatte da mal ein paar Lizenzen bekommen und die halt herausgebracht. Das ist eine GBB-Waffe. Die gibt es aber auch schon seit 9 Jahren nicht mehr. War eine ganz gute Waffe, aber irgendwann sind die Lizenzen halt nicht mehr da oder irgendein Hersteller vergibt keine Lizenzen mehr und dann darf der Importeur oder der Hersteller die Waffe nicht mehr auf den Markt bringen. Oder die Optik, weil bei der SIG Sauer handelt es sich auch zum Teil um Geschmacksmuster. Dann gab es auch noch eine Combat Warrior 92. 92, das sagt euch bestimmt was. Beretta-Nachbau. Komplette Plastikwumme. Naja, ist nicht gerade die beste Waffe, hat auch eine Energie von über 0,5 Joule, hatte um die 0,9 bis 1 Joule. Die Waffe hatte etwas Besonderes. Die hatte damals eine UVP von ca. 80, 90 Euro. Ihr habt einmal ein Gasmagazin dabei und ihr habt noch ein CO2-Magazin. Also die Waffe könnt ihr mit Gas und CO2 verschießen. Ist auch interessant. Haben leider nicht viele Waffen. Die Möglichkeit und vor allem bei den Umarex-Produkten mittlerweile, egal ob das eine Glock ist oder eine Heckler & Koch VP9, ein Magazin kostet mal so eben 50 Euro. Ja, das ist nicht wenig. Aber die liefen alle noch früher unter Combat Zone oder Elite Force. Die benutzt die Firma Umarex mittlerweile gar nicht mehr. Und zu guter Letzt die Heckler & Koch MK23. Die ist euch wahrscheinlich noch ein Begriff. Die gibt es jetzt auch von Novrich und von ASG. Die haben wir auch noch. Die ist dann nur mit Gas betrieben. Ich glaube zwar jetzt nicht, dass da. Oh, da ist sogar ein bisschen Gas drin. Die hat eine Energie von 1,3 Joule. Ja. Könnt ihr vorne noch einen Schalldämpfer drauf schrauben, der ist natürlich nicht dabei, aber die könnt ihr auch nachholen. Eins muss ich aber dazu sagen, die Waffe gibt es nicht mehr. Wir haben noch eine, ob wir die verkaufen, wissen wir noch nicht. Mal gucken. Erstmal muss der Laden wieder öffnen, nachdem der ganze Lockdown vorbei ist und dann schauen wir uns mal an, ob und wie und überhaupt. Ja, so viel dazu. War ein recht kurzes Video. Ich wollte euch nur mal zeigen, was wir hier halt gefunden haben im Lager. Wir werden noch einige weitere, hoffentlich schönere Modelle finden, die man so nicht mehr sieht und auch nicht mehr bekommt. Apropos bekommen, wir haben die Diana Oktoberfestgewehre wieder bekommen. Die sind wieder lieferbar. Keine Sorge, da sind reichlich verfügbar. Und die Produkte Chaser Rifle, Diana Bandit, Diana Stormrider, wenn die auf lieferbar, sofort lieferbar sind, sind die auch lieferbar. Das war's jetzt aber auch. Ich bin platt. Ich gehe nach Hause. Ich gehe schlafen. Und ihr könnt in der Zeit das Video mit der Ladenumgestaltung oder mit den Luftdruckwaffen nochmal angucken. Tschüss.